Hallo ihr Lieben, hier bin ich mal wieder und ich bin in meinem schönen Vorleserraum mit meinen Timmys und meinen ganzen anderen Freunden, die hier um mich versammelt sind und begrüße euch und habe euch eine tolle Geschichte mitgebracht von den geraubten Prinzen und da geht es um eine schreckliche Riesin, die gern Prinzen raubt. Das hören wir uns mal an. Los geht's. Es war einmal eine schreckliche Riesin namens Grauseldis, die sammelte schöne Prinzen. Sie raubte sie aus ihren Schlössern und krapschte sie von ihren Pferden. Sie stopfte sie in ihre riesige Handtasche und schleppte sie dann in ihr Schloss, hoch auf dem Gipfel eines Berges. Manche Prinzen schafften sich bissige Hunde an. Einige ließen ihr Schloss von 100 Rittern bewachen. Andere verkleideten sich als arme Bauern. Aber Grauseldis schnappte sie alle. In ihrem Schloss hatte die Riesin ein Puppenhaus mit vielen kleinen Zimmern. Dort steckte sie die Prinzen hinein. Die schönsten bekamen die größten Zimmer und die klügsten benutzte Grauseldis als Schachfiguren. Sie kochte ihnen köstliche Mahlzeiten und spielte ihnen auf der Laute vor. Aber das Puppenhaus durften sie erst wieder verlassen, wenn sie der Riesin nicht mehr gefielen. Jahrelang ging das so, bis Grauseldis eines Tages den schönen Prinzen von kleinen Pistazien raubte. Er bewunderte sich gerade im Spiegel, als Grauseldis mit ihren Riesenfingern durchs Fenster griff und ihn in ihre Handtasche stopfte. Seine Mutter, Königin Adelheid, war verzweifelt. 1 Million Goldstücke bot sie dem, der ihren Sohn befreien würde. Es meldeten sich viele Ritter, aber nicht einer kehrte vom Schloss der furchtbaren Riesin zurück. Grauseldis warf sie alle in einen dunklen, feuchten Keller. Jetzt zeige ich euch mal die Grauseldis, wie sie einen Ritter in ihre Handtasche reinsteckt. Seht ihr hier? Guckt mal. So ist die durchs Land gezogen und hat sich einfach alle genommen, die sie haben wollte, um sie in ihrem Puppenhaus zum Spielen zu verwenden. Also, na, ich weiß ja nicht, ob das in Ordnung ist und ob das gut ausgeht, was die da macht. Da bin ich aber mal sehr gespannt. Königin Adelheids Verzweiflung war grenzenlos und tränenreich. Aber eines Morgens wurde ihr wieder ein Ritter gemeldet. In roter Rüstung trat er vor ihren Thron. »Ich werde euren Sohn befreien«, sagte er, ohne seinen Helm zu öffnen, »aber nur unter einer Bedingung, dass ihr ihn mir zum Mann gebt.« »Wie bitte?« rief die Königin. Da nahm der blutrote Ritter seinen Helm ab und zum Vorschein kam eine wunderschöne Frau. »Ich bin die Ritterin Frieda ohne Furcht«, sagte sie, »unbesiegt in vielen Kämpfen. Ich werde euren Sohn befreien, wenn ihr mir versprecht, was ich verlange.« »Aber ja«, rief die Königin, »aber ja, doch alles, was ihr wollt, meine Teure, nur bringt ihn mir zurück.« Da schwang sich Frieda ohne Furcht auf ihr schwarzes Pferd. Sie ritt 3 Tage und 3 Nächte, bis sie zu dem Berg kam, auf dem das Schloss der Riesin stand. Bleich stand der Mond über den spitzen Türmen. Das Schnarchen von Grauseldis war bis zum Fuß des Berges zu hören. Schnell wie der Wind ritt Frieda ohne Furcht zum Schloss hinauf. Vor dem Tor sprang ihr knurrend der 5-köpfige Wachhund der Riesin entgegen. Aber die rote Ritterin knotete ganz einfach seine 5 Hälse zusammen und ließ ihn den steilen Berg hinunterrollen. Dann ritt sie in den großen Schlosssaal. »Grauseldis«, rief sie, »komm her! Wer brüllt so frech in meinem Schloss herum?« knurrte die Riesin. Sie rollte aus ihrem Bett und polterte die Treppe hinunter. »Rück die Prinzen raus, Grauseldis«, rief die Ritterin, »oder du wirst die Sonne nicht mehr aufgehen sehen.« »Ha«, lachte die Riesin und klatschte in die Hände, »ich glaube, ich werde dich auch behalten. Du bringst mich zum Lachen.« Frieda streifte sich einen Handschuh von der Hand. Aus ihrem Ärmel kroch eine ganz kleine Spinne. Die Riesin wurde bleicher als der Mond.
Nimm sie weg, schrie sie und kletterte ängstlich auf einen Stuhl. Nimm sie bitte weg! Frieda ohne Furcht flüsterte der kleinen Spinne etwas zu und setzte sie zu Boden. Das kleine Tier krabbelte auf die Riesin zu. Grauseldis sprang wild von einem Bein aufs andere und versuchte, die Spinne zu vertreten. Immer wilder stampfte die Riesin, das Schloss bebte, alle Kronleuchter fielen von der Decke und die Prinzen im Puppenhaus plumpsten aus ihren Betten. Die kleine Spinne krabbelte der Riesin ungerührt auf den Fuß und kletterte ihr Bein hinauf. Ach, kreischte Grauseldis, und dann passierte es. Stück für Stück erstarrte die furchtbare Riesin zu Stein, bis sie grau und reglos in der Schlosshalle stand. Geschafft, sagte Frieda ohne Furcht. Sie zog ihren roten Handschuh wieder an und klemmte sich den roten Helm unter den Arm. Dann befreite sie die Prinzen aus dem Puppenhaus und die Ritter aus dem Kerker. Und den schönen Prinzen von Klein Pistazien? Den hat sie dann doch nicht geheiratet, denn einer der Ritter gefiel ihr noch viel besser. Friedas Spinne blieb im Schloss und baute sich ein wunderschönes Netz direkt hinter dem Ohr der versteinerten Grauseldis. Das seht ihr mal, wenn jemand so furchtbar ist und groß wie die Riesin, dann hat sie trotzdem vor so einer kleinen Spinne Angst und wurde versteinert. Ist nochmal alles gut ausgegangen. Super Geschichte. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch, ihr Lieben. Noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüssi.